So, und damit ein herzliches Willkommen zurück zum nächsten Spieltag im United Draft Tournament. Und zwar geht es dieses Mal gegen Paterdex ran und seinem Team Rotomania Rookies. Zum Team habe ich was im Teambuilding selber gesagt. Ne? Wie soll ich das jetzt noch weiter formulieren? Stimmt. Nee, das habe ich schon in einem anderen Video gesagt. Wir stehen jetzt momentan mit 2-3 dort, also 2 Siegen, 3 Niederlagen, ne, weil wir letzte Woche ja gegen Blocky verloren haben. Und Pater hat, glaube ich, jetzt den Rückholkampf gegen Floby gewonnen gehabt. Und weil der ist ja für Logi eingesprungen. Und deswegen steht er jetzt momentan auch, glaube ich, 1-3, wenn ich mich nicht täusche. Und ja. Heute wollen wir natürlich einen Sieg mitnehmen, weil ich will wieder auf neutral kommen, ne, 3-3 am besten. So, weil ich stehe jetzt momentan auf Platz 7 in der Spoilerliste, wenn ich richtig geguckt habe. Und das ist natürlich nicht der Platz, wo ich stehen will. Ich will entweder mindestens in die Top 3 eigentlich. Ne, ob ich das schaffe, ist eine andere Sache, ne, aber ja. Ich würde dann jetzt aber mal sagen, gehen wir mal ins Match rein. Lassen wir den Jungen mal lieber nicht mehr so lange warten. Was hat er denn dabei? Er hat tatsächlich Orbital dabei. Gemeinheit! Du nimmst so Orbital mit, wenn ich keinen Defog dabei habe, weil ich nicht damit rechne, dass du da, das Teil wirklich mitnimmst. Okay. Er hat seinen Zygarde dabei, er hat seinen Gengar dabei, Zarut. Er hat wirklich Zarut mitgenommen? Ist der denn verrückt? Okay. Von mir aus. Ich glaube, ich bleibe trotzdem bei meinem Standardlied. Ich meine, ich bin jetzt. Es juckt mich jetzt nicht so unbedingt, wenn das Klebenetz auf meiner Seite liegen sollte. Wobei, ne? Nee, ich darf nicht mehr damit. Ich muss. Damit. Damit. Und dann am besten damit, ne, damit er mich nämlich instant mit Marithelit angreifen will. Will ich das so? Also ich bleibe auf jeden Fall bei meinem Lied mit Zoroark. Das ist eigentlich von Anfang an so geplant gewesen. Es macht auch eigentlich nichts anderes wirklich Sinn. Sein Monpikot auch dabei. Also er hat wirklich seine gesamte Dark-Offensive dabei. Glurak ist ein Problem. Müssen wir handeln. Mal schauen. Okay, ich drücke auf Fertig. Mal sehen. Pater. Mit was leadest du? Das ist jetzt die besondere Frage. Also ich vermute ja, dass es Orbital wird. Orbital, sagen wir mal das Set. Da wäre... Was war das jetzt? Wirklich Orbital. Okay, da ist halt so die Frage, ne? Er hat Schnüffler. Er sieht jetzt meinen Lebenorb. So, Lebenorb Conkeldurr ist natürlich definitiv möglich, ne? Will ich jetzt predicten, dass er predict, dass er auf Psychic geht? Oder will ich gucken, oder will ich hoffen, dass er nur auf Sticky Webs drückt? Weil wenn das Ding... anders invested ist. Ich sag jetzt mal wirklich speziell, ne? Soll eigentlich ein Dark Pulse auch so ausreichen, sehe ich gerade. Das ist ja interessant. Aber eigentlich würde ich mich am liebsten aufsetzen wollen. So, der Strauchler ist jetzt momentan irrelevant. Ich will ihn aber auch nicht unbedingt die freen Sticky Webs geben. Andererseits, wenn ich jetzt aufsetze, ne, sieht mein Team eigentlich ganz geil aus, aber ich mache einfach eine Finsteraura, weil wir sind auf jeden Fall schneller. Und können es eventuell sogar rausnehmen? Nein, weil es ein Fokus-Sash hat, sonst hätten wir es gekillt. Können wir wenigstens flinchen? Nein, das heißt, Klebenetz ist jetzt leider draußen. Das heißt, ich muss mit meinem eigenen Marithelit ebenfalls Klebenetz setzen, sonst haben wir ein Problem. Ja. Ich würde doch mal sagen, einfach, falls er was anderes predicted, Flammenwurf drücken. Wobei, braucht er Marithelit? Er wird Marithelit jetzt eh abwerfen, ne? Denke ich mal. Und wenn
The Root reinkommen sollte. Ah. Will ich das Predicten ihm einfach schon den Flammenwurf zeigen? Weil ich meine, ich brauche eigentlich nur für The Root den Flammenwurf und für mehr nicht. Und ich meine, es ist eigentlich relativ obvious, dass ich den Flammenwurf drauf habe. Ich mache einfach Flammenwurf. Falls er jetzt hier sein Orbital abschmeißt, dann ist es halt eben so, er ruft zurück. Komm, geh bitte in The Root. Karulk ist... Ah, schade, das falsche Pokémon. Aber wir sind immer noch... Wait a minute. Wir sind zwar schneller... Aber er kann direkt in die Dynamax gehen, ne? Wir drücken trotzdem Fensteraura. Wir haben hier keine andere Wahl. Zorak ist jetzt in dem Fall eigentlich nicht mehr so groß wichtig. Ah, naja, doch eigentlich schon, ne? Aber es kommt halt in nichts mehr rein. Das ist halt das Ding. Außer vielleicht immer Retelit. Das war jetzt vielleicht ein Misplay. Ich meine, wenn er jetzt nicht in die Giga geht und wir flinchen, war es kein Misplay, dann kann ich immer noch rausswitchen. Ansonsten haben wir ein Problem. Weil dann haben wir keinen Switch mehr für Marittelit. Wobei, Marittelit macht mir kein Problem mehr. Ich habe einen Tempoheb. Macht mir überhaupt kein Problem. Ah, ja, okay, gut. Glurak. Charizard. Wird nicht Specs sein. Aber eher so, und das macht das. Max Flair sollte mich eigentlich rausnehmen. Dark Pulse macht aber um die 50%. Oder auch nicht, weil es komplett speziell defensiv ist. Holy shit, das ist ja gar nichts gewesen. Ja, das ist mich Kill, war klar. Jetzt hab ich wieder gar keinen Block offen, ne? Also im Grunde ist jetzt eigentlich mein Switchen definitiv Chugi. Weil Kaputibe will ich jetzt hier nicht reinbringen, weil ein, ich sag jetzt mal nicht Hurricane, sondern Solarbeam würde mein Kaputibe töten bestimmt, oder? Nicht unbedingt. Nicht unbedingt, aber ich könnte ihn mit plus 2. Na, der Outspeed danach aber nichts mehr. Das ist das nächste Problem. Eigentlich musste ich in Chewie gehen und irgendwann später versuchen, mein eigenes Klebernetz rauszukriegen. Ja, doch, das ist dann in dem Fall hier der Play. Wir können ja einmal kurz gucken. Chewie, ja, ich bin langsamer. Das ist mir relativ egal. Max Flair macht mir 36 bis 42. Das heißt, ich brauche jetzt hier nicht unbedingt den Wish benutzen. Ich könnte den Wish benutzen. Aber ich könnte jetzt auch einfach auf den Kill gehen. Weil Steinhagel wird ab der Range eigentlich immer killen. Oder? Mit Dynamax 64 bis 75, ja. Ich meine, ich könnte auch einmal auf Abschlag gehen. Da mache ich einfach trotzdem Wunschtraum, um einfach seine Giga auszustallen, oder kill ich ihn einfach? Ich meine, wir können ja einmal, wir machen einmal Wunschtraum. Einmal machen wir Wunschtraum. Ich meine, natürlich wäre jetzt hier in dem Sinne natürlich der Angriff besser gewesen, weil er macht halt genau das, was ich erwartet habe, nicht viel. Ja, dementsprechend können wir jetzt dann halt entweder protecten und dann macht er mir halt noch weniger. Stimmt, dieser Feuerschaden noch, der dazu kommt, ne? Warte mal, was habe ich denn jetzt? Ich habe jetzt 108, ne? Das heißt, ich habe 52%. Das heißt, er sollte mich eigentlich in der Theorie nicht killen können. Jetzt ist halt immer die Frage, wann kommt mein... Wann kommt mein Wurst durch? Ich muss jetzt hier einmal... Ich muss schütteln tatsächlich sogar. Ich muss hier tatsächlich Schutzschild drücken. Einmal protecten. Ah, vielleicht wäre am Anfang der Rockslide doch besser gewesen. Ja, doch. So, er macht mir jetzt so viel. Jetzt werde ich ja sehen, was als erstes gekommen wäre. Als erstes käme der Wunschraum. Okay, gut. Es hätte also keinen Unterschied gemacht, wenn wir jetzt den Steinhagel gedrückt hätten und seine Dynamics wäre sowieso. Futsch. Jetzt kann er halt seine Flugattacken benutzen, ne? Aber wir haben auf jeden Fall seinen Giga auf jeden Fall ganz gut abgeschüttelt. Ja, doch.
Ich drücke jetzt hier Steinhagel, weil das ist jetzt in dem Fall mein Play, weil jetzt macht er mir erst recht nichts mehr, ne? Flamethrower würde nur noch 29% machen, wenn er den hat. Wenn er den spielt, wenn er nichts anderes spielt. Vielleicht hat er auch Overheat gespielt. Ja, das habe ich jetzt nicht so ganz genau nachgekalkt, ne? Weil ich halt eben weiß, es sieht halt eher danach aus, dass es genau der Schaden ist, der im Kalk drin steht. Die 34% oder so, was auch immer das war. 36 bis 42, okay. Ja, doch, da, ja, doch, das kam hin. Das wird ein Flammwurf gewesen sein und kein Overheat. Dann schauen wir doch mal. Schauen wir doch mal. Ich kann mir auf jeden Fall einmal schon mal in der Zeit eintragen, was er getan hat. So, hier kann ich eigentlich erst einmal alles löschen. Was hat er? Marithelit. Er hat eine Antikkraft drauf. Okay. Marithelit hat mich nicht gekillt. Lurak hat einen Kill geholt. Ist tot. Morpeko. Dann hat er Sarude. Dann hat er Zygarde. 10% und Gengar. So, bei mir hat Licky einen Kill geholt. So, er geht jetzt in Zygarde. Was will ich da rein switchen? Ich könnte in der Theorie erst einmal protecten und scouten. Weil, was würde mir ein Zygarde... Ah, wobei will ich das? Er hat das letzte Mal zumindest ein DD-Set, glaube ich, gespielt. Wenn er ein DD-Set spielt, ist das saugefährlich. Weil aus der Range, die ich jetzt habe, was habe ich? Ich habe 124. Ich habe 60%. Das heißt, nur ein Outrage könnte mich killen. Ja. Und wenn er dann Outrage drückt, kann ich eigentlich in Kapukime gehen. Ne, also, ich muss es jetzt quasi riskieren, dass ich ihn DD macht. Ich weiß nicht, ob er mein Protect predicted oder ob er irgendwas anderes predicted und was weiß ich macht, ne? Aber ich habe halt wirklich keinen guten Switch und das wusste ich auch schon im Teambuilding. Bereust natürlich ein bisschen, dass ich Kapukime dann nicht physisch defensiv gespielt habe. Besonders weil jetzt das Klebenetz ja draußen ist, aber sobald unser Klebenetz draußen ist. Ja, dafür muss erstmal unser eigenes raus sein. Das ist halt das grobe Problem. Ich meine, wenn er auf 1000 Arrows drückt, kann ich eigentlich immer noch auf Marithelit gehen und meine eigenen Webs legen, weil dann denkt er immer noch, dass ich nicht Scarf bin. Das könnte man auf jeden Fall machen. Aber erstmal schauen, was er macht. Er überlegt auf jeden Fall sehr lange. Ich weiß nicht, ob er jetzt versucht zu predikten, ob ich Protect jetzt gehe, um zu scouten, oder ob ich auf irgendwas rauswechsel, was er vielleicht Double countern will, indem er jetzt einen Double Switch zieht, quasi. Aber wenn er jetzt den Double Switch quasi ziehen sollte, wäre natürlich mein Schutzschild verbraucht. Ein AP und ich hätte keinen Mehrwert davon gehabt. Wie lange geht dieser komische Funkenflug eigentlich noch? Ich noch zwei oder ein oder zwei Runden hier nachgehen. Ich glaube, eine Runde war hier nach. Kann man das sehen? Muss ich gleich mal gucken, ob man das nachgucken konnte. Er überlegt aber ganz schön lange. Lass es jetzt hier bitte kein Disconnect sein. Weil ich kann den Timer nicht sehen. Jetzt nicht so toll. Hallo? Spiel? Pata? Hast du mal was? Hallo? Verunsichere mich hier nicht? Wieso kann ich den Timer nicht sehen? Er überlegt wirklich sehr, sehr lange. Entweder überlegt er sehr lange oder dieser Server kratzt gerade richtig ab. Aber ich glaube, dann wäre er doch jetzt schon abgekratzt. Oh! Es hat sich was getan! Nach 5 Minuten!
Delegator! Okay, er hat so ein Scheißset wieder. Alles klar. Gut, dann drücke ich jetzt definitiv hier auf Abschlag. Abschlag oder gehe ich auf Marithelit, weil Käfergebrumm durchgeht? Was würde Käfergebrumm machen an der Stelle? Wenn ich mit Marithelit jetzt drin wäre. Orbital. Sticky Webs sind drin. So. Der Backlass würde guten Schaden eigentlich machen, ne? Aber ein Outrage würde mich killen. Ist halt die Frage, ob er das hat oder nicht. Ich muss hier auf jeden Fall einmal Abschlag drücken. Weil er wird jetzt die dienen. Das ist eigentlich so klar wie sonst was. Und jetzt wird's gefährlich. Jetzt wird's gefährlich. Weil er braucht eigentlich nur einmal Thousand Arrows jetzt drücken, weil jetzt ist er... Jetzt halt die Frage, gehe ich jetzt auf Orbital, weil Käfergebrumm geht wie gesagt durch den Sub durch. Und ich brauche Shui noch. Ich brauche Shui eindeutig noch. So, ich konnte ihn aber halt den Sub hier nicht drauf lassen. Er durfte nicht drauf bleiben. Ganz einfach. Ganz einfache Kiste. Wir gehen auf Orbital. Jetzt muss das funktionieren. Ah, die Frage ist jetzt halt, ne, Orbital. Ich kann jetzt damit nicht Dynamaxen, weil in der Dynamax, beziehungsweise in der Gigamax, geht der Käfergebrumm nicht mehr durch. Das ist jetzt bitter. So, und Riffex, ja, Riffex macht hier in dem Fall auch überhaupt nichts mehr. Solange dieses blöde Seigat da steht. So, mein eigenes Klebenetz jetzt hier rauszukriegen, macht auch keinen Sinn. So, dass er ja Überrest hat, das ist mir schon klar. So, Delegator ist okay. Aber aus der Range, wenn er jetzt kein Outrage hat, sollte ich eigentlich aus dieser Range killen. Mit einem Bugbuzz. Weil Bugbuzz geht wie gesagt durch. Ne, es ist neutral. Bitte hab kein Outrage. Das überlebe ich. Das überlebe ich. Sehr gut. Ein Outrage wäre gefährlich halt gewesen, ne? Es killt nicht. Es killt ganz knapp nicht. Scheiße. Was mache ich jetzt? Ich muss gucken, er ist nicht das hier. Stimmt, ist ja gar kein Choice Band, er ist Leftovers, ne? Aber er hat Knirscher, also Crunch. So, ein Crunch, das hat es schon sehr gut gemacht. Und wenn ich in die Dynamax gehe, was hatte ich jetzt? Ich hatte 3 und... Ich habe 43. Das heißt, es wird erhöht. Nee. Also den Crunch werden wir nicht tanken. Das ist jetzt natürlich blöd. Ich kann also eigentlich nur... Ich meine, ich kann es versuchen, ne? Aber ich glaube nicht, dass das funktionieren wird. Und selbst wenn wir sind eh tot, ne? Ich hatte auch nachgecheckt, es ist eigentlich ein G-Max Marithelit. Trotzdem noch mal durchschnaufen. Ja, gut, dann ist jetzt halt Marithelit tot, sehr wahrscheinlich, ne? Ah, das ist bitter. Das ist bitter. Ja, überleben wir nicht. Ja, gut. Dieses Seigert ist jetzt ein Problem. Jetzt muss ich halt gucken, ne? Wenn ich mit Kapukime jetzt reingehe. Kapukime mit 100% auf jeden Fall. Du bist +1/+1. 1000 Arrows tötet mich nicht. Mit Draining Kiss. Du bist hinterm Sub. Das sollte also eigentlich hier alle mal ausreichen. Also ist eigentlich jetzt hier an der Stelle mein Play auf... Entweder auf Kapukime oder kann ich auch auf Conkeldurr. Aber wir kassieren halt auch sau viel, ne?
Ich muss hier eigentlich auf Kime gehen. Ja, mir bleibt eigentlich keine große Wahl. Ich muss hier auf Kapokime gehen und hoffen, dass das so funktioniert, was ich mir jetzt ausmale. Weil ansonsten haben wir hier echt ein mieses Problem. So problematisch ist jetzt natürlich auch, dass unsere Pokémon natürlich alle langsamer sind. Das heißt, ein Gengar hat jetzt gar kein Problem mehr. Nimmt der hier echt diese blöde Kacke mit? Damit habe ich nicht gerechnet. Ja, Diebeskuss muss jetzt kommen, weil theoretisch auch hinterm Sub sollten wir vielleicht sogar genug recovern können. Weiß nicht. Nur 1000 Arrows, wenn er 25% hat. Ich meine, er ist ja denn im Sub, ne? Na, werden wir dann sehen. Noch hat dieses Seigard nicht gewonnen. Und vielleicht hat er auch keinen 1000 Arrows. Aber ich kann mir das nicht vorstellen, dass er keinen 1000 Arrows hat, weil eigentlich braucht er einen Bodenmove, weil ich kann das mit nichts abfangen. Das wird schon wieder knapper, als es mir wirklich lieb ist. Er hat 1000 Pfeile, war klar. So, die werden jetzt auch 49... Okay, er hat mir 85... Er hat mir circa unter 50% gemacht. Jetzt 85, ich habe 56%. So, der Delegator hört auf zu wirken. Ich bin auf 109 zurück. 109, das heißt, ich bin bei 72. Das heißt, ich kann jetzt hier einfach weiter Diebeskuss drücken. Wenn er wieder subben will, ist sein Sub wieder weg und dann muss er noch einmal 1000 Arrows drücken. Ich habe mich dann wieder weitestgehend hochgeheilt. Ja, also dieses Kapokime-Set wird eigentlich nur noch dafür da sein, um dieses Seigar zu checken. In dem Sinne, weil Gengar werde ich mit diesem Set so, glaube ich, nicht mehr abfangen, weil, wenn ich ganz ehrlich bin, Gengar als Revenge-Killer mit einem Choice Scarf zum Beispiel, würde mit der Sludge Wave schon 87 bis 103 machen, ne? Also das ist schon eine Roll. Und solange ich nicht auf Full Health bin, brauche ich gar nicht drüber nachdenken, ob ich den überhaupt tanke. Besonders wenn er Modus spielt oder... Er geht raus. Er opfert sein Maritidit. Okay. Er will meinen Schwächenschutz erschnüffeln. Alles klar. Gut. Dann ist aber sein Seigard immer noch da. Und das stört mich sehr. So. Wir haben hier jetzt einmal so... und ich glaube, ja doch, Seigert hat jetzt. Nee. Nee, doch nicht. So, Kime hat ein Kill. Denke aber noch nichts. Gepum. Okay, Mob. Pekko. Pekko Warbreaker, sage ich jetzt einfach mal. Aura Wheel würde mich halt killen. Bin halt nicht schneller. So, und was würde er gegen... Ja, könnte er noch... Ah, wobei, wenn er nicht gebandet ist, ne, dann... sieht das eigentlich für mich gut aus. Ich muss hier eigentlich in Toxtricity wechseln, weil Toxtricity ist jetzt das Pokémon, das ich in dem Fall nicht groß benötige. Sie darf ich nicht hier reinwerfen, das muss ich im Nachhinein reinschmeißen erst. Geht halt nicht anders. So, und jetzt muss ich halt hoffen, dass Aura Wheel nicht so viel Aura Rad. Es macht. Ich bin bei 97. Ich bin jetzt bei 97. 97. Ich bin bei 65%. Das heißt, er ist kein Bandit. Das ist schlecht. Er ist jetzt wieder auf plus 1. Dieses scheiß Speed langsam. Das geht mir auf die Nerven. Er macht noch einmal Aura-Rad. Jetzt ist es. Ah, jetzt ist es aber stärker, weil es ein Unlicht ist. Das ist bitter. Aber können wir theoretisch mit Conkelda. Oh, okay, gut. Mach Punch reicht aus. Mach Punch reicht hier aber mal sowas von los.
Alles klar. Wir hatten auch keine andere Wahl, ne? So, und ich weiß, dass wir auf jeden Fall einen Gengar tanken. So. Und dann muss ich halt irgendwie einen Wunschtraum rauskriegen. Wie auch immer ich das noch hinkriege. Ja, wir machen einmal Tempo Heap. War das nicht vielleicht sogar der falsche Play? Hätte ich nicht einfach auf Drain Punch gehen sollen? Drain Punch wäre. Wobei, wenn. Klar, Moment, wenn Tempo Heap natürlich One-Hit KO'd, dann ist das. Brauchen wir hier drüber gar nicht reden, dass das der richtige Play ist, auf den Mach Punch zu gehen, weil so habe ich meine HP sowieso safe. Und hier passiert dann eigentlich nicht irgendwas Komisches. Es wäre natürlich aber auch vielleicht wichtig gewesen, hier den Switch zu predikten, aber nein, ich vermute, dass er hier vielleicht auf die Psychic Fangs geht, weil er nicht erwartet, dass ich ein defensives Set bin. Nein, er geht raus, er geht auf Gengar. Wenn er jetzt auf Gengar geht, er geht auf Gengar. Es ist jetzt blöd, aber es ist noch nicht. Jetzt kommt halt die Frage, ne? Ist der Specs Gengar oder nicht? Wenn der Specs Modest ist, hat er eine Roll, uns zu killen. Ansonsten killen wir ihn. Außer er ist auch wieder Scarf. Dann haben, nicht Scarf. Er macht Delegator. Okay. Okay, nehme ich. Jetzt darf nur kein Tastfluch kommen. Wenn jetzt Tastfluch kommt, sind wir am Arsch. Delegator weg. Kein Tastfluch. Er hat Black Sludge. What? Will er hier ein Setup machen oder was? Ist er vielleicht eine etwas bulkigere Variante? Weil wenn er Sub spielt, muss er ja eigentlich Bulk drin haben. Ah, mir geht es gerade so hart auf die Nerven, dass mein Team irgendwie gerade so null aufgeht, wie es eigentlich aufgehen soll. So, da ich das hier mit Specs Modest gerechnet habe, ist das definitiv hier kein Problem. Ja, was mache ich jetzt? Jetzt kommt halt das Ding, ne? Im Morpeko kann er nicht gehen. Weil im Morpeko mache ich einfach Machpatsch und das Ding ist tot. Was ist, wenn er jetzt The Root geht? The Root. Heavy Duty Boots. Er kann mich bei meinem jetzigen Stand Machpatsch two-hitted. Ich habe nicht auf meine HP geachtet. Etras. Eduras oder wie auch immer. 115. 115 sind 55. Das heißt, eine Power Whip ist eine Roll. Nicht mal eine Roll. Es sei denn, er spielt Adamant. Dann ist es eine Roll. Scheiße. Ja, ich muss das jetzt hier eigentlich eingehen, einmal Ableit Heap zu drücken. Ich muss das jetzt eingehen. Das ist meine einzige Chance, weil Blattgeisel hat potenziell die Chance, mich nicht zu killen. Es tut es nicht und wir können uns mit Ablight-Tipp wieder voll heilen, weil das Ding ist ein One-Hit. Oder auch nicht, aber wir haben immer noch den Mach-Punch und jetzt ist alles in der Range. Alles ist in der Range, damit Conkel da hier durchgeht. Holy shit, wie geil ist das denn jetzt? Conkel hat auf jeden Fall einen Kill. Das war gegen Gengar. Gengar ist, glaube ich, mit 0 rausgegangen. So, das heißt, er hat jetzt noch Zygarde? Zygarde nimmt kein Tempo-Heap mehr. Verdrückt. Ups. Oh, Glück gehabt. Ja, wie gesagt. das ist jetzt problematisch. Weil ich jetzt verkackt habe. Jetzt habe ich verkackt. Das war Missklick. Ich habe zu schnell gedrückt. Verdammt. Ich hoffe, das nimmt mich jetzt hier nicht raus. Und dass er kein Extremspeed hat. So, The Root ist raus. The Root geht ohne Kill. Konkel hat 2. Aber nur falls habe ich immer noch Kiemen, ne? Ich muss ja aber eigentlich auf Differenz gehen. Ich meine, ich kann eigentlich hier nicht riskieren, dass er. Was war das?
Er geht immer Peko. Warum geht er jetzt hier immer Peko? Ich meine, ich bin auf plus 1. Ich drücke hier immer Tempo-Hieb. Ja, das killt auch. Ja, Mopeko tot, ne? Danke für den dritten Kill für Conkeldurr. Hat er vielleicht keinen Extremspeed? Das würde mir den Tag retten. Weil dann geht Conkeldurr mit 4 Kills hier durch, ne? Das wäre natürlich Schnieke. So. Das ist jetzt halt die Frage, weil du bist definitiv kein Bandit-Set. Das muss ich jetzt einmal nachrechnen. Du bist kein Bandit. Ich sage jetzt einfach mit, du bist Bright Powder. Würde ein Extremspeed auf der Range, wenn ich auf plus 1 bin, reichen? Wahrscheinlich. Ich bin jetzt bei 59 HP. Das heißt, ich bin bei 28%. Extremspeed würde reichen. Ich muss aber hier jetzt auf den Tempo-Hieb gehen, weil mir bleibt keine andere Wahl. Ne, wenn er jetzt hier Extremspeed zeigt, was er nicht hat, das heißt, Conkeldurr geht durch, das heißt, wir haben das Ding hier gewonnen. Yes! Sehr schön. Und ich glaube, warte mal, wenn ich jetzt richtig zähle, haben wir 1, 2, mit 3-0 gewonnen. Ja, schade, nur 3-0. Ich habe es mir eigentlich ein bisschen höher erhofft, ne? Aber das gibt definitiv ein dickes, fettes GG. Und Conkeldurr hat genau das gemacht, obwohl ich gemissklickt habe, by the way, ne? Holy shit. GG. G fucking G. So, gut. Das war unser dritter Sieg. Den haben wir uns ohne Hex geholt. Und trotz Missklick. Dass er keinen Extremspeed hatte, hat mich jetzt gewundert. Aber irgendwas musste halt weg sein. Ich meine, er hatte Sub. Er hatte 1000 Arrows. Wahrscheinlich hatte er noch Outrange. Aber ein Move ist doch... Ah, ne, Drachentanz. Drachentanz hat er noch. Wir haben also eigentlich seinen vierten Move gar nicht gesehen. Ja, also war die Vermutung eigentlich nahe, dass er Extremspeed haben muss, aber ich weiß auch nicht, warum ich eben gerade so eine Angst hatte, weil er ist in Morpeko gegangen. Wäre er direkt dann schon in Zygarde gegangen, dann hätte ich Angst haben müssen, dass er den Extremspeed hat. Aber eigentlich war es so zu dem Zeitpunkt klar, dass er es eben nicht hat. Und ja, also ich bin zufrieden, dass das so aufgegangen ist. Holy shit, Conkeldurr. Ihr wisst, was zu tun ist, ne? Set der Woche, Conkeldurr. Los jetzt. Ab. Ab in die Kommentare. Ab in den Twitter-Comment. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. So, gut. Das war's dann von meiner Seite aus. Wir sehen uns dann im nächsten Spieltag wieder, wenn es gegen Salaran geht. Seinem Ekelkader. Der nächste Ekelkader auf dem Weg, ne? Nachdem wir Logi hatten. Jetzt auch noch der nächste. Vielleicht können wir den auch besiegen, ne? Wir haben ja schon einen Ekelkader erledigt. Ja. Das war's dann an der Stelle von mir. Also, macht's gut. Bis dann.